Mehr Lebensqualität, Villa Casa, euer vermarktes Wohneigentum. Mein Name ist Markus Gerber. Herzlich willkommen zu unserem Immo-News zum Thema Sanierungen von einer Liegenschaft mit dem Umbaucoach. Wir dürfen heute in unserem Studio begrüßen den Marc Galabach, Inhaber von der Galabach Holzbau Solartechnik AG und Gründer des Umbaucoach. Hallo Marc. Ciao Markus, merci für die Einladung. Das ist gern geschehen. Marc, was darf der Immobilienbesitzer oder jemand, der etwas kaufen vom Umbaucoach erwarten? Heute ist es viel so, dass gerade der Immobilienbesitzer seit langem vielfach ein Projekt für Umbau im Kopf hat, manchmal schon seit Jahren dran am Planen ist, aber nachher nicht weiss, wie weiterfahren. Das Projekt ist zu klein für den Architekt, manchmal ist es zu gross oder zu kompliziert für einen einzelnen Handwerker und genau der kommt der Umbaucoach ins Spiel. Mit einem Unternehmer, mit einem Bauherr helfen, sein Projekt unterstützen und sind als Coach bei ihm dabei, so dass er eben nicht explizit einen Architekt oder Einzelunternehmer muss fragen. Wenn ich Besitzer bin und jetzt den Umbaucoach mache, und du hast ja relativ viel Erfahrung schon damit, was sind denn die drei wichtigsten Tipps, die du weitergeben kannst, wenn jemand den Umbau? Also einer der wichtigsten Tipps ist Unterschiede zwischen einer Offerte und zwischen einer Kostenschätzung. Vielfach ist es so, wenn man zuerst mal an ein Projekt herkommt, dann macht der Unternehmer eine Kostenschätzung, die ungefähr die Kosten annehmen. Und die sind meistens ein bisschen ungenau. Aber nicht aus bösem Willen, sondern der Unternehmer kann auch nur so viel wissen wie der Bauherr weiß. Und der Bauherr weiß zu dem Moment vielfach nicht so viel. Und darum macht man eine Kostenschätzung, tut die ein bisschen ausschmücken und tut die dann noch ein bisschen mit Reserve ausstatten, so dass der Bauherr mal einen groben Entscheid hat für eine Investitionsentscheid können zu fällen und zu schauen, ist das die richtige Richtung. Weil es nützt nichts, wenn der Bauherr 10'000 Franken im Kopf hat und wir schon von Anfang an wissen, es geht in Richtung 100'000 Franken. Und für das ist eine Kostenschätzung da. Ein zweiter wichtiger Tipp ist vielfach eine genaue Steuerplanung schon von Anfang an in Angriff zu nehmen, weil vielfach scheitert es nachher daran, dass zum Beispiel ein einzelnes Wort in einer Rechnung bereits genügt, für dass so eine Rechnung nicht mehr bei der Steuer angerechnet werden kann. Und dann verliert er schon 20%, 30%, 40% von dem, was er eigentlich einsparen könnte, verliert er schon durch das, dass man von Anfang an ein falsches Wort in eine Rechnung schreibt. Durch Steuerplanung ist sehr wichtig. Und das Dritte, was ich mitgeben kann, das ist Angebote, Äpfel mit Äpfel vergleichen und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Vielfach ist es so, dass der Unternehmer, oder besser gesagt der Bauherr, 2, 3, 4 verschiedene Handwerker einlässt und dort nachher probiert die Offerten miteinander zu vergleichen. Und es liegt in der Natur vor Sache, dass der Bauherr bei jedem Handwerker, der kommt, auch immer ein bisschen mehr weiss. Der stellt Fragen, der tut Fragen beantworten. Und so ist eigentlich der erste Unternehmer, der nur am wenigsten weiss, benachteiligt gegenüber dem letzten Unternehmer, der schon sehr viel weiss. Und der Bauherr tut am Schluss zwei Offerten vergleichen, die gar nicht vergleichbar sind. Und dort ist auch der Umbaucoach drin, dabei für den Bauherr zu helfen und zu sagen, wir tun jetzt hier Äpfel mit Äpfel vergleichen. Das heisst, wenn jetzt jemand eine Liegenschaft hat, für einfach mal zu starten, dann geht er am gescheitsten auf die Internetseite umbaucoach.ch. Das seht ihr übrigens auch eingeblendet, wo man sich mal erfassen kann, mit dir Kontakt aufnehmen und dann so Schritt um Schritt dem Projekt sich nähern. Ganz genau. Wir haben auf unserer Webseite umbaucoach.ch eine geführte Eingabe, wo schon bereits ein paar Fragen gestellt werden, die der Bauherr beantworten kann. Er kann die selbstverständlich überspringen und dann kommt das nachher direkt zu uns, zu unseren Spezialisten, und wir nehmen dann mit dem Kontakt aufnehmen. Super. Merci vielmals, Marc, dass du zu uns ins Studio bist gekommen und uns den Umbaucoach schon mal ein bisschen näher gebracht hast. Aus unserer Seite, von Villa Casa, der Immobilienbesitzer oder die, die etwas kaufen wollen, wann ist denn der richtige Moment? Genau dann, wenn ihr jetzt eine Sanierung machen wollt, dass ihr euch mit dem Umbaucoach befassen. Aus welchem Grund? Ihr habt schon gehört, der mit den Kosten, der darf nicht unterschätzen. Dass man wirklich von Anfang an die Kosten richtig im Griff hat und nicht irgendetwas Gefühl, ja, mit 100'000 Franken kann ich einfach etwas machen und dann kostet es am Schluss eben gleich viel mehr, dass man das von Anfang an in die richtige Richtung geht, die richtigen Handwerker auf dem Platz hat, dass das wirklich auch bis am Schluss aufgeht, dass ihr die richtigen Handwerker da habt, die die Erfahrung haben, und das hast du mit dem Umbaucoach zu 100%, so dass ihr eure Lebensqualität auch in Zukunft gesichert habt. Marc, vielen herzlichen Dank, dass du zu uns ins Studio bist gekommen.
Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Villa Casa, euer Vermarkter von Wohneigentum. Mein Name ist Markus Gerber.